wichtig ist, glaube ich, auch da stilistisch, dass das Wort Nostalgie überhaupt erst in den 70ern erfunden wurde. So, als der technische Fortschritt alles so übermannt hat, dass die Leute nach einem Wort gesucht haben, für das, was sie dann gefühlt haben, nach rückwärts gewandtes Leben zu führen. Also sich zu erinnern mit einer Melancholie und einer Hoffnung auf das Früher eigentlich. Und das gab es eigentlich vorher gar nicht so. Gerade jetzt von der Farbgebung, man sieht, es ist alles so entlebt und blass und müde in diesen Pastellfarben, die wir am Anfang haben. Das ist orientiert an so Soviet Space Operas. Ja, so. Da war die Filmqualität schlecht, die Farben waren nicht brillant, sondern es ist alles so ein Grauschleier drüber eigentlich. Das Happy End sieht bei uns, ich sag mal, sehr individuell auch da wieder gestaltet. Ein paar von den Choristen verwirklichen ihre Utopien, leben mit den Bäumen. Für unsere Solisten sieht es teilweise sehr dramatisch aus. Unser Dulcamara wird zerfetzt von der Masse, die irgendwann kapiert hat, okay, der hat uns die ganze Zeit nur angelogen. Man sieht die Fetzen seines Kaftans, seines Guru-Kaftans über die Bühne fliegen. Sie zerfleischen ihn richtig. Nemorino und Adina bekommen natürlich das, was sie wollten. Vielleicht unbewusst, bewusst, je nachdem, wer wo angefangen hat. Belcore verliert absolut die Kontrolle und versucht nur noch, sich im Dschungelkampf irgendwie durchzuschlagen und sich zu behaupten. Also auch da ganz individuell. Es gibt viele verschiedene Stränge, die wir gelegt haben.